So, willkommen zurück im LS19 in dem Fall. Ja, mal gucken, jetzt muss ich unbedingt gleich mal abtanken hier, diesen komischen, seltsamen Johnny Thrasher, der ein bisschen bekloppt ist, aber ist ja egal. Ist ja wurscht, ne? Bisschen gute Kapazität. So, ich habe ja vor allem verkaufe ich die Gerste ja alles im Moment, also das ist hammerhart, das bietet richtig was. Jetzt lassen wir hier einen Helfer fahren, viel Spaß, weil das muss ja noch gedüngt werden, das hilft ja alles nichts. Das Feld ist ja noch nicht mal gedüngt. Eins, da ist jetzt drauf Weizen. Ne? Ja, danach, das Schluss mit Weizen. Genug, Mann. Er ist gerade das angesät. Ach, jetzt war der Helfer gerade oben. Der ist ja ganz intelligent. Ja gut, jetzt fährt er zurück. Jetzt ist es dann auch schon wurscht. Schafft er das noch zurück? Ja, normal schon. Okay. Oh. Ist jetzt vielleicht nicht schön, aber egal. Passt schon. Da müssen wir jetzt eh warten. Okay, dann schnappen wir uns doch einfach mal den Ladewagen und gucken mal, ob jetzt die, ob das gebracht hat, der Neustart, dass dann jetzt das schon funktioniert, das Heizkraftwerk. Ja. Weil da wäre im Moment sowieso der beste Preis für Stroh. Ja, der Strohertrag ist noch zu hoch. Ich habe noch nicht die Version 1.7 drauf, sondern die Version 1.6. Ich warte jetzt, bis er was richtig Neues bringt. Nur wegen dem Strohertrag ist es mir jetzt zu blöd. Ja, der ist zu hoch. Aber dann nehme ich auch jetzt nur hier das Stroh, vielleicht noch von Feld 1 und danach schalten wir Strohablage aus. Dann ist es auch wieder egal, ne? Passt schon. Das ist wie bei Stalker, nicht die feine Art, das ist fast ein bisschen ne? Aber macht schon. Machen wir trotzdem jetzt so. Ist jetzt egal. So, oh, was bin ich denn da zusammengefahren? Das wird ja interessant, das aufzusammeln. Achso, ich hätte vielleicht erstmal ablassen sollen, ne? Na, egal. Ja. Das kriegt er auch gar nicht, oder was? Ja, es nützt mir natürlich nichts, die Schaufel abzulassen, ne? Geil. Was war denn das jetzt für eine Aktion? Ich habe halt die Schaufel ausgewählt und habe ablassen gedrückt. Witzigerweise, bei Einschalten hat er hinten reagiert, ne? Also, naja, egal. Oppala! Okay, registriert er aber als meins. Schön. So, ja, der Ladebereich, der ist, glaube ich, auch bei einigen anderen Hängern vergrößert. Auch da werde ich mal gucken, mir einen schönen Ladewagen holen noch, ne, einen richtig perversen. Ja, fast vollen Korntank, wissen wir schon. Können wir jetzt gerade nicht ändern. Der steht falsch rum, der Nasenbär. Aber der müsste es wieder rauf schaffen. Gut, okay. Ja, jetzt gucken wir mal, wie viel das bringt, ne? Fahren wir das mal zum Heizkraftwerk. Strohertrag sieht man ja so schon, ne? Ich bin schon halb voll, obwohl ich hier gerade mal eine halbe Bahn habe. Also das ist schon ein bisschen zu krank. Aber ändere ich jetzt auch nicht mehr, es tut mir leid. So, das war's. Fahren wir runter zum Strohkraftwerk. Heizkraftwerk. Bin ja gespannt, ob es jetzt funktioniert, ey. Ich hoffe. Aber erstmal werden wir. Oh, Hauer hat es wird tatsächlich knapp. Erstmal werden wir mal an die Ausfahrt fahren, einfach nur und dann schnell mal das Fahrzeug wechseln, weil wir das mit denen sofort abtanken können. Weil das wird glatt mal knapp, obwohl der 50.000 Kapazität hat, ne? Hammerhart. Da, Warnblinker an. Passt schon. So. Er ist tatsächlich gleich über 90%. Hammerhart, ey. Es geht ja eh nicht mehr alles rein. Es geht nur ein bisschen was rein. Das wird sowieso knapp. Muss ich schnell fahren mit der Gerste hier. Das könnte etwas schief gehen. Hab zu lang gewartet. Wie fährst denn du? Also du bist ja vielleicht ein Knallkopf. Hä, aber so klingt der Sound ja sogar. Von weiter weg klingt er ja gar nicht so schlecht. Hä? Das geht ja. Also hopp, gib mir das Zeug. Geht er eh ratzfatz. Das ist die Überladefähigkeit, die ist der Hammer. Die ist auch viel zu schnell, aber egal. Bomb voll.
So, er hat jetzt noch 43%. Ne, 46. Doch, 43. Aber ja, das ist halt auch rasend schnell wieder voll. Ich weiß nicht, ob das gut geht jetzt. Egal. Ja, wahnsinnige Strommieten liegen hier, ne? Strohschwaden. Mieten sind es ja noch nicht. Mieten wären es, wenn ich es aufstapeln würde. Es ist schon ein bisschen hart, aber na gut. Egal. Gucken wir mal, das bietet noch mal gut Geld. Ja, fällt's schon. Getreidehandel ist der im Moment dafür gut bezahlt. Das finde ich übrigens gut, dass nicht sofort sinkt, sondern dass es eine gewisse Zeit dauert, einen gewissen Zeitrahmen, so einen halben Tag. Dann fängt es das Sinken an, ne? Wenn man eben viel an einer Station verkauft. Das finde ich gut, weil das war früher ja anders im LS17, das sofort gesunken ist, ne? Also da muss ich sagen, das ist tatsächlich am LS19 noch was Gutes, was normal vernünftig ist. Aber ansonsten halt einfach zu viel Blödsinn. Es tut mir leid. Also da ist einfach zu viel Bullshit drin. Hey, mal gucken, wann wir Feld 3 uns leisten können. Das kostet auch einiges. 500.000, 600.000 sowas. Und mal schauen. Dann passt es schon. Ja. Ich bin jetzt echt angespannt, ob das funktioniert, wie gesagt, mit dem Zeug. Opa, der macht ein komisches Geblödel hier mit dem Stroh. Da bin ich jetzt gespannt, ob das eben ausreichend war oder ob tatsächlich irgendwie noch was anderes hätte machen müssen. Ob das gar nicht funktioniert, ich weiß es nicht. Ob es einfach keine Lust hat, kann ja auch sein. Ja, dann leck mich am Arsch, dann können wir das halt nie nehmen. Jetzt stinkt es hier schon wieder nach Rauch, das ist doch zum Kotzen, Alter. Tür ist doch zu. Ist doch nicht normal. So, raus damit. Bietet nochmal gut Geld. Ja, ich denke mal so knapp 40.000 oder 38.000 müssten es werden. Ja, nicht schlecht. Schon in Ordnung. Ja, 39.000 sogar. Immer noch fast so wie vorher. Oder sowas. Eieiei. Ach, falsch rum. So, und dann kriegt man den sogar schnell genug wieder abgefangen, dass wir den gleich noch weitermachen, abtanken können. Schön. Und dann würde ich sagen, das letzte bisschen, was dann vielleicht über die volle Ladung hier rausgeht, das behalten wir halt nochmal bei uns, ne? Obwohl wir eigentlich schon 200.000 Liter haben. Wir haben also echt genug. Gerste, Weizen wird, Feld 1 wird ja gerade fertig gemacht, ne? Ist ja genau dasselbe Ding, wird dann auch sehr viel. Ja, dann passt es schon. Und danach kommt Hafer. Hafer ist sogar sehr teuer, aber Hafer ist eine Grundfrucht vom LS. Deswegen wundert es mich, dass Hafer so teuer im Preis ist, so hoch. Ja gut, Weizen und Gerste ist halt was, was oft angebaut wird. Vielleicht deshalb, dass sie es so rechnen. Also es kommt nahe an Raps ran. Das finde ich schon hart. Bin ich mal gespannt, wie der Ertrag da ist. Vielleicht ist der Ertrag ja auch richtig scheiße. Kann ja auch sein. Na, schon durchaus möglich. Mal gucken. Ja, und dann kommen wir sogar langsam zu dem Bereich der anderen Früchte, dass wir vielleicht im LS19 schneller zu den Mottfrüchten kommen, als wir das im LS17 hatten. Zumindest als ich so gearbeitet habe, ne? Weil es ist ja so, dass ich im. Oh, er fährt gerade runter, okay. Dass ich im LS17 ja dann praktisch die letzten 3, 4 Monate angefangen habe, damit meine Lager erstmal mit jeder Frucht zu füllen. Was heißt zu füllen, aber ein bisschen was im Grundstock drin zu haben. Aber eben beginnend von Frucht 1 bis, ne, und dann nach rechts rüber. Und Problem ist, die Mottfrüchte sind natürlich ganz weit hinten. Ja gut, fahren wir runter und fahren dann unten rum lang. Lassen wir den erstmal runterfahren. Währenddessen können wir mit dem Stroh zum Heizkraftwerk fahren. Nicht schlecht. Ja, doch, ich denke mal, das gibt sogar noch eine volles. Und was dann übrig bleibt, und das werden nur ein paar Liter sein, das tun wir dann nochmal ins Silo. Für unsere Hühner. Die übrigens jetzt eine bessere, auch da ist war irgendwo ein Bug drin. Die haben keine 1200 Stunden, sondern 120 Stunden. Vielleicht ist es dann doch jetzt besser alles insgesamt, das kann natürlich sein. Na, 120 Stunden Reproduktionsrate, das kann ich schon eher glauben. Das ist okay. So, der düngt hier vor sich hin. Schafft er das alles so? Ja, sieht gut aus, ne? Schön, schön, weitermachen. So.
Warnblinker aus, Dankeschön, weiterfahren. Gut. Hoppala. Aber nicht daneben fahren, bitte. Ja, das Windrad ist viel zu laut, auch das wissen wir. Das ist so ein Ding, ja. Das war aber, glaube ich, im LS17 auch so. Er hat nur gesagt, gleich von Anfang an, oder hat es am Schluss, hat das mit integriert, eine Soundfix-Datei, ne, weil die einfach viel zu laut waren. Viel zu krass alles. Die hat er dann am Schluss integriert. Schon wieder einen fast vollen Korntank. Leck mich doch am Arsch, Junge. Ja, okay. Also das gibt, scheint mir dann tatsächlich nochmal einiges zu werden. Gut, so, jetzt wo ist das Heizkraftwerk? Weiter hinten. Ich bin jetzt echt gespannt. Hat es das gebracht oder hat es das wieder noch nicht gebracht? Dann verzichte ich aber aufs Heizkraftwerk, weil was muss ich da noch verändern, weiß ich nicht. Verstehe ich da nicht. Tut mir leid, leck mich. Ja? Dann ist es mir egal. Jetzt gucken wir mal. Aber ansonsten ist es, glaube ich, beim Heizkraftwerk gerade sowieso der Preis am interessantesten. Oder nimmt er kein Stroh? Es geht immer noch nicht. Geht nicht. Weil das ist das Heizkraftwerk hier. Voilà. Es kann ja nicht anders sein. Das ist das Heizkraftwerk. Also geht es immer noch nicht. Dann ist das Problem irgendwas anderes, was ich dann nicht verstehe oder nicht verstehen will, kann, muss. Ja, dann eben nicht, ne? Weil das ist das Heizkraftwerk. Muss ich noch weiter ranfahren? Nö. Nö, dann geht es nicht. Ja, dann leck mich. Also dann halt nicht. Weil der Preis wäre gerade eigentlich, nehme ich mal an. Ach Quatsch, hier muss ich rüber. Stroh, wo ist Stroh? Er hat es ja sogar geschrieben, alles jetzt auch Stroh. Beim Heizkraftwerk am besten. Und es sinkt absolut bei der Mischfutterfabrik. Aber es ist im Moment halt die Möglichkeit, die ich habe. Ja gut, egal jetzt. Du fährst dein Ding zusammen, jawohl. Ja, und dann tanke ich dich jetzt ab. Du bist wieder bei 90%. Nice. 45.000 drin. Das wird auf jeden Fall nochmal voll hier. 52.000 gehen rein. Cool. Das heißt, wir werden danach tatsächlich noch ein bisschen was übrig behalten. Ein paar tausend Liter. Warum denn nicht? Ach, das ist ja zu weit. Das Rohr ist ja gar nicht so lang. Ja, okay, passt. Viel Spaß. Er ist sozusagen leer. Jetzt lassen wir ihn erstmal weiterfahren. Okay, ja, dann ist das natürlich jetzt richtig blöd. Oh, du bist fertig, echt? Bin ich damit einverstanden oder hast du Lücken gelassen? Das muss gepflügt werden. Interessiert mich jetzt gerade nicht. Ne, du hast keine Lücken gelassen. Gut, okay, dann tankst du jetzt nach. Ja, ich fahre jetzt nicht extra noch woanders hin. Wir fahren jetzt mitten durchs Gebüsch. Macht man natürlich nicht, aber egal. Das sieht man allerdings auch eine der guten Änderungen noch am LS19. Das ist auch was Gutes, dass das eben reagiert. Ne? Es drückt sich zur Seite und so. Und auch das Gras befällt sich ja so. Das ist schon in Ordnung. Es ist ja nicht alles schlecht. Aber es ist einfach zu viel, wo man gedacht hat, was gut wird, was dann nicht so das ist, was es hätte werden sollen. Naja. Es nützt ja auch nichts, darüber zu lamentieren und das sich zu beschweren. Das ist genauso wie sich über seinen Club aufzuregen, über den FCN, das ist ja genau dasselbe. Das bringt ja auch nichts. Man kennt es ja eigentlich. Es ist halt nun mal so. So, dann wollen wir Dünger auffüllen. Dünger müsste aber das Weiße sein, ne? Das Helle, oder? Ja, vielleicht auch nicht. Ich glaube sogar nicht. Und ist er voll? Ne, ist er noch nicht ganz. Bleib aber mal hier stehen, das passt schon. So, nächster. Ja, du nicht. Du bist dann fällig. Okay, dann halt doch noch Mischfutterfabrik, auch wenn da der Preis schlecht ist. Ja, aber dafür habe ich so einen Ertrag jetzt. Naja, jetzt wird der Preis gleich ins Bodenlose sinken, weil ich eben so reinknallen kann. Ja, egal. Gut. Wie gesagt, und es ist tatsächlich so, die Viecher kann man erst versorgen, wenn sie auch da sind. Das ist natürlich ein bisschen hohl.
Aber man kann zumindest sich vorher schon mal alles zurechtlegen, das kann man ja tun. Ne? Und deswegen gibt es auch noch keine Kühe. Ich habe ja auch noch keinen Heuwender, aber keinen Setter oder irgendwas. Ich kann da noch nichts dran machen. Deswegen gibt es bei mir noch keine Kühe. Die Kühe kommen dann erst, wenn wir auch wirklich Heu haben und Silage. Mischfutter noch nicht unbedingt, aber wenigstens Silage und Heu und Gras. Ja, dass wir eben eine gute Mischung haben. Es fehlt dann noch die Totalmischration, ja, aber die können wir uns dann schnell selber herstellen, damit wir auf die 100% kommen. Davor haben sie halt dann bloß 80 oder 90% Effektivität. Produktivität, wie auch immer. Ne? Soll mal okay sein. Ja, die KI lässt ja auch immer am Feldrand aus, das sieht man da deutlich. Ne? Also gerade bei den Kurven, bei den Feldern, die nicht quadratisch sind, da kapiert die das nicht. Der kriegt das nicht auf die Reihe. Hier oben, da ist es okay, aber naja. Komm, bringt nichts. Aufregen, scheißegal. Jo, Feld 3 wäre das nächste, was ich haben möchte. Kostet aber, glaube ich, ein bisschen mehr als die 2. Es müsste über 600.000 sein. Bilde ich mir ein. Wir können gleich nochmal gucken, scherzeshalber. Ich nehme an, der Drescher schafft es jetzt sogar mal, das Feld fertig zu dreschen. Das einzige Problem daran, er ist dann halt nicht leer, wenn ich nur versuche abzutanken. Ja. Naja. Was soll's denn? Gut, Feld 1 ist schon mal die erste Stufe drin. Die zweite Stufe kriegt man noch rein. Den Flugbonus haben wir halt nicht. Pech gehabt. Ich nehme aber trotzdem das erstmal mit. Und dann fangen wir an, Feld 1 und Feld 2, Hafer. Ja, und danach kommt, glaube ich, Raps. Na, wir gehen, wie gesagt, wieder nach den Früchten, wie sie in der Liste erscheinen. Nicht nach Wichtigkeit dessen, was man eigentlich braucht. Ja. Das war halt früh vorher, natürlich habe ich das so gemacht im LS17, deswegen konnte ich auch die Brauerei relativ schnell beliefern und was. Aber jetzt bin ich ja auch im LS17 so dabei, eben erstmal alles anzufüllen. Und zwar nicht nach Wichtigkeit dessen, was ich brauche, sondern nach Reihe. Deswegen bin ich jetzt gerade bei Soja dabei. Im LS17. Macht ab und zu noch Spaß, ist doch egal, Mann. Ich habe da so viel erreicht und bin da schon so weit, da will ich noch ein bisschen weiter zocken. Woher es witzig ist, ich habe ja, über einem Jahr reine Spielzeit, also es ist natürlich kein reines Jahr Spielzeit, aber ein Jahr an der Karte gespielt, was weiß ich, pro Tag, wie viele Stunden, ist ja wurscht, habe ich es nicht geschafft, die Standardfelder zu kaufen. Ne? Ich bin noch nicht mal in der Mod-Map, noch nicht mal in der Vierfach-Map angekommen. Also von den Produktionen her ja, aber nicht von den Feldgrößen her. Das ist natürlich schon ein bisschen krank. Aber egal. Ach ja, schön. Eigentlich haben wir so viel Kohlen. Na, mal gucken. Ich denke, wenn wir über 400.000 haben, gehen wir tatsächlich dahin, dass wir sagen, wir holen uns einen gescheiten Ladewagen. Weil das Ding hier ist ja grausam. Vielleicht machen wir es auch gleich. Was kostet denn der? Wir können ja mal gucken. Ladewagen. Ja. Da sind wir. Entweder kann man als Fendt nehmen. Oder als Strautmann sogar. Oder als Krone. Ich würde einen Fendt nehmen. 75.000 Liter angeblich, 124.000. Okay, wenn ich ihn jetzt konfigurieren möchte. Reifen ist ja okay, können wir die Trelleborg nehmen. Die gefallen mir besser. Kapazität machen wir mit Aufbau, also sind wir bei. Ja, mit einem ganz großen Aufbau. Okay, 75.000 mehr gehen nicht. Ja, gut, ist ja egal. So, Reifenvariante, scheißegal. Okay, den Rest lassen wir so auf Fendt. Ja, und dann sind wir bei fast 200.000. Also, wir müssen tatsächlich über 400.000 kommen, um den Ladewagen zu holen. Na gut, ist mal so. Der Sound von dem Schlepper ist auch scheiße, den wollen wir auch noch austauschen. Wobei, schätze ich mal, vom Sound her sind die Mod-Schlepper nicht besser. Aber naja, da ist irgendwo ein Patch-Problem, keine Ahnung. Angeblich klangen die am Anfang besser. Ich habe es am Anfang nicht so sehr verglichen, ich habe den ersten Stream angeguckt. Von unserer Community, ne? Da habe ich schon ein bisschen mit reingeguckt, alles und was, und habe das ein wenig mitlaufen lassen und so. Aber ansonsten hatte ich ihn da noch gar nicht zu dem Zeitpunkt. Hatte ich sogar Zeit? Ich glaube, das war das Witzige. Ich hätte sogar Zeit gehabt, ja. Ich hatte frei. Was mal halt so frei heißt, von einer Nachtschicht in eine Mittelschicht zu gehen oder so. Habe ich oft. Habe ich auch nächste Woche wieder.
Aber aufregen bringt ja auch nichts. Ja, tatsächlich, der Drescher schafft es fertig. Also wenn er es schafft, wenn er nicht irgendwo wegen einer Kollision stehen bleibt, das wissen wir auch noch nicht so genau. Müssen wir uns noch anschauen, was der Arsch macht, ob er das hinkriegt. Kann es sein, dass er wegen einer Kolli stehen bleibt. Wobei das ist auch etwas besser als früher. Etwas. Das Kollisionsverhalten der Helfer. Aber nur etwas. Und generell das Helferverhalten ist kein Stück besser geworden. Also, die sind genauso dumm wie vorher. Brauchen teilweise Vorgewände, wo du dich echt nur fragst, wie das sein kann, dass die so viel brauchen. Aber na gut. Bringt ja nichts, sich aufzuregen. Es nützt ja alles nichts. Was soll's denn? So. Bis jetzt scheint er zu fahren. Ich nehme an, oben an der Brücke kriegt er ein Problem. An dieser Feldeinfahrtsbrücke. Da wird er ein Problem kriegen. Mal schauen. So, voll. Fahren wir hinter dem Drescher raus. Das bietet natürlich jetzt viel zu viel Kohle, ne, wegen dem erhöhten Ertrag eben. Ist halt einfach so. Ist natürlich Käse. Aber was soll's. So, dann muss ich mir jetzt gleich meine Sachen einpacken für meine Nachtschichtarbeit. Weil jeden Tag von der Arbeit zu fressen macht auch keinen Spaß. Also habe ich mir heute selber was gekocht. Und den Lachs habe ich. So ein Räucherlachs mit super Kartoffeln. Und die haue ich mir dann ins Fressbrett. Und dann passt es. Jetzt bin ich ja gespannt, ob der gleich stehen bleibt, der Penner. Ehrlich. Voll genug ist er sowieso, sehe ich gerade. Ich habe doch ein Tempomat eingestellt, aha. Na ja, gut. Ach ja, den Tempomat hatte ich ja noch eingestellt. Ich bin nur gerade selber gefahren. Der Helfer fährt aber mit Tempomat. Dementsprechend fährt er so langsam. Ja, ist okay. Passt schon. Ist doch trotzdem in Ordnung. Sowieso werde ich jetzt Feld 2 ja nicht bestellen. Ich bestelle es erst, wenn Feld 1 auch bestellt ist. Alles nach und nach. So, jetzt bin ich ja gespannt, was er jetzt macht. Erstmal bin ich voll. Du kannst wegklappen, du Penner. Ich kann nichts mehr von dir aufnehmen. So. Kriegt er das jetzt hin oder nicht? Scheint zu klappen. Gut, das verkaufen wir noch einmal. Dann sind wir schon über die 400.000 drüber, fällt mir gerade auf. Und dann können wir uns tatsächlich einen Ladewagen kaufen. Ist das nicht schön? Das ist doch was. Den besseren. Na, wie gesagt, das heißt können, wir könnten es jetzt schon, aber ich möchte eben 200.000 behalten. Wir gucken mal gleich nochmal, was das Feld kostet. Aber das kaufen wir uns jetzt noch nicht. Eins nach dem anderen ist. Erstmal was für ein vernünftiges Arbeitsgerät, dass wir das alles nach und nach austauschen. Der Schlepper hier ist ja in Ordnung. Das ist ja ein Modschlepper. Den gibt es ja so gar nicht im Spiel. Ja, den anderen austauschen eben gegen den gemoddeten. Wegen Reparaturintervall und so Scherze. Den Ladewagen austauschen. Alter! Ja, super. Das habe ich gut gemacht. Jetzt bin ich nämlich so drin, dass ich nicht mehr rauskomme, ne? Ja, rückwärts komme ich auch nicht. Ich hänge an dem Gewicht. Cool. Ich könnte jetzt versuchen, das Gewicht abzumachen. Bringt mich das weiter? Was ich noch versuchen könnte, ist, den Schlepper zurückzusetzen, aber den Wagen da zu lassen. Das wäre eventuell eine Möglichkeit. Ja. Wobei, vielleicht kriege ich jetzt den Schlepper sogar so weg. Das könnte klappen. Krieg ich dich ran, ja. Ist okay. So, und jetzt fährst du mal wieder weg. Jetzt geht's ja. Jawohl, okay. Jetzt muss ich nur aufpassen, wie ich irgendwie den Wagen da wieder raufkriege. Das könnte witzig werden. Aber erstmal muss ich wahrscheinlich hier einfach durch den Graben fahren. Auf das Feld drauf. Vom Mitbewerber. Nee, ich geht nicht, weil da wieder das Gewicht im Weg ist. Mir ist jedes Mal praktisch das Gewicht im Weg. Das ist cool. Warte mal. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo langkommen. Ob es hier irgendwo besser wird. Sonst müssen wir beides zurücksetzen und dann müssen wir den Wagen irgendwie wegschubsen. Aber vorsichtig wegschubsen, dass ich auch. Ui, ui, ui!
Ach, leck mich doch am Arsch. Jetzt habe ich so gedacht, jetzt könnte ich es ja schaffen, ja. Die Idee war sicherlich schlecht, aber ich war da noch etwas zu flott. Und bin auf der anderen Seite wieder runtergefallen. Oh Mann. Also gut. Ah, scheiße, blöd ist es. So, Aperion. Ja, so schubst ihn wahrscheinlich bloß runter. Ja, wenn er unten liegt, kriege ich ihn nicht mehr rauf. Das ist so mein kleines, aber feines Problem. Tja. Wenn es dumm läuft, ist es gleich weg. Der Feldertrag. Wäre natürlich schade. Ja. Ganz toll. Ob ich den da rauskriege, weiß ich nicht, aber schauen wir mal. Jetzt hänge ich wieder irgendwo an dem Wagen fest, ne? Wir könnten es jetzt höchstens versuchen, ja, ob ich den Wagen rauskriege, weiß ich nicht. Aber wir versuchen mal den Schlepper zurückzusetzen. Ach so, Moment, das geht hier nicht so ohne weiteres. Ich muss nämlich tatsächlich aussteigen auch. Sonst geht es nämlich nicht. Okay, zurücksetzen. Ja. Da steht noch was, nämlich das Gewicht. Auch das möchte ich bitte zurücksetzen. Ja, und jetzt steht noch der Aperion da. Ob ich den rauskriege, weiß ich nicht. Gucken wir mal. Ah, jetzt steht das Gewicht so bescheuert da, dass man. Das Gewicht bräuchte ich. Aber das steht so bescheuert da, dass ich jetzt nicht rankomme, ne? Klar. Also gut. Ich sage hier danke fürs Zuschauen. Ich bereinige das Chaos irgendwie. Hoffentlich zumindest. Wir sehen uns im nächsten Part dann beim Aufrüsten der Fahrzeuge auf eben die OY-Dinger, einfach weil sie größeren Reparaturintervall haben, längeren und nein, falsch. Ich will das Frontgewicht haben und eben höhere Kapazität, die Ladewägen und so. Es ist nicht realistisch, aber das ist der LS sowieso nicht. Also macht euch kein Pipi ans Bein. Gerne Like oder Kommentar. Wir sehen uns.